Ach, Mighty ist schon geil, aber irgendwie, keine Ahnung, der könnte ruhig kühler sein, oder? Ja, aber schmeckt da so nicht ganz so geil. Die Frische fehlt. Mhm. Oh, so eine Eisbazooka. Habt ihr da noch was da? Also das wäre jetzt richtig geil. Eis haben wir auf jeden Fall, aber die Bazooka ist beim letzten Mal kaputt gegangen. Ja, das stimmt. Wir haben ja weggehauen. Was? Ohne Scheiß? Ja. Oh, da war nichts mehr zu machen. Das ist die Winde hat nicht mehr gegriffen, das ist mal auseinandergefallen. Ach so. Vielleicht haben wir so ein paar Sachen, womit wir improvisieren können und uns so eine eigene Bazooka zusammen machen. Stimmt, das kann ja. Das ist eine mega Idee, das kann es doch gar nicht sein. Bei einer Bazooka? Das sind ja nur zwei Plastikdinger. Ja. Wo in der Mitte Eis ist. Da fällt uns doch bestimmt irgendwas ein, oder? Definitiv. Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, vom Shisha-Team. Und wir haben uns gedacht, wir brauchen ja nicht immer nur Tabak-Reviewen oder Pfeifen. Wir können ja mal was ganz Neues machen. Und zwar rufen wir jetzt ein neues Format auf unserem Kanal ins Leben. Und zwar Shisha-Team Do It Yourself. Ganz einfach. Wir überlegen uns, was man an dieser schönen Pfeife, an den Schläuchen und so weiter, was man da nicht alles selber improvisieren kann. Wenn einem mal was fehlt. Und uns fehlt heute definitiv eine Eisbazooka. Und deshalb bauen wir jetzt eine. Aus ganz handelsüblichen Dingen, die man normalerweise so zu Hause rumzustehen hat. Eine Wasserflasche. Ja. Sollte jeder zu Hause haben, muss natürlich keine Wasserflasche sein, aber einfach eine Plastikflasche. Ja, Panzertape, ganz normales Tesafilm. Was auch immer ihr gerade zur Verfügung habt. Mundstücke. Aus der Shisha-Bar oder so. Wenn man das mal in die Jackentasche steckt und vergisst. Sektgläser. Ich habe keine Ahnung, wofür die Sektgläser sind. Ja, mega, oder? Aber wir werden es alle gemeinsam herausfinden. Auf geht's! Wir haben hier zwei handelsübliche PET-Flaschen. Ja, die Größe kann natürlich variieren. Und jetzt schneide ich die einfach mal ein, damit man die perfekt ineinander stecken kann. So. Man darf jetzt nicht vergessen, das ist der Prototyp. So sieht er auch aus. Zweite Seite. Ja. Ich glaube, man kann auch ganz normal einen Tesafilm nehmen. So ein kleines. So. Sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Loch für den Schlauch. Jo, du hast noch mehr. Naja, deshalb wollte ich ja, dass du die Flasche auch oben am Deckel. Vielleicht sollte ich was runterlegen. Ist auch wichtig, ich sehe gerade, ihr müsst einen Metallbohrer nehmen. Also, genau. Und wir sind durch. Bisschen gut geraten. Ja, ist nicht ganz rund geworden. Aber dann sieht man hier, hat man ein perfekt rundes Loch. Ne, ein nicht perfekt rundes Loch, damit der Schlauch noch eingeklemmt wird. So. Perfekt abgedichtet. Ja, und ihr habt euren Hauptskiz. Schlauch sitzt fest. Es sieht ja total behämmert aus, aber. Es sieht bescheuert aus. Aber ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, das kann funktionieren. Sieht zwar nicht schön aus, aber. Wie scheiße, sieht total behämmert aus. Ja, aber es muss ja nicht gut aussehen. Eine Bazooka sieht auch nicht gut aus. Klasse Durchzug, es ist wirklich sehr kühl. Es funktioniert. Oberhammer. Ja, und noch viel, viel geiler ist ja, dass ihr 2 Gratis Trinkgläser erhaltet. Wie kann das? Ist? Da kann man ja einwandfrei ein bisschen hier so ein hochpreisiges Frostschutzmittel trinken. Gönnen wir uns. Prost. Hey, ich hab doch eine Upgrade-Idee ein. Die mache ich jetzt einfach mal gleich. Ich habe Lust zu bohren. Okay. Nicht viel, nicht viel. Nur ein bisschen. Und jetzt könnt ihr auch 1A ein Hygienemundstück durchstecken. Ah, einwandfrei der Durchzug. Ja, ich finde es auch.
jetzt so von der Form, man könnte jetzt vielleicht noch schwarzes Klebeband oder so nehmen, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Aber es funktioniert. Das soll ja auch nur improvisiert sein und nicht, dass du deine Freunde einlädst und sagst, ey, guck mal, was ich für eine cool, wie dicht ist es. Geil. Ja, so schnell und einfach kann es gehen. Das waren jetzt keine 5 Minuten und ihr habt wirklich eine super improvisierte Bazooka. Oh, mega. Aber mir fällt da noch was ein. Also ich finde das jetzt noch nicht optimal, oder? Da geht noch was. Ja, das sieht halt echt scheiße aus. Wenn ich mir vorstelle, du hast eine Buke und hängst da so einen Plastikknoll an. Ich glaube, da habe ich einen Plan. So, und zwar, zweite Idee. Kennt ihr bestimmt diese super geilen, hochpreisigen Sektgläser aus Plastik? Die sind ja quasi schon in Bazooka-Form. Ja, Problem ist nur, hier unten ist halt geschlossen. Und das könnt ihr nicht einfach schneiden, weil dann würde das Plastik hier reißen. Deswegen empfehlen wir, bohrt das doch einfach. Oh, hast du gesagt, bohrt das doch einfach? Mach das. Bohrer? Wie klasse ist das denn? Ich probiere das mal mit einem Messer. Leute, man kann es doch einfach schneiden. Lassen wir Max seinen Spaß. So. Eins wird das Mundstück. Ja, Mann. Ja, es ist natürlich außen so ein bisschen scharfkantig, deswegen kann man so ein Feuerzeug nehmen und damit so ein bisschen entgraten. Wollte ich sagen, das passt schon. Ja, dann nehmen wir uns ein bisschen Klebeband. Erstmal Eis, dann Klebeband. Wie kriegen wir den hier rein? Wie kriegen wir nur ein so ein Teil rein? Passt auf, dass es nicht so spitze und harte Kanten hat. Vielleicht ein bisschen antauen lassen. Guck mal, das zweite. Ja, ein zweites könnte man noch reinkriegen. Das ist natürlich dann die Frage, ob der Durchzug auch mitmacht. So. Jawohl! Was sagt ihr dazu? Das ist doch mal eine Eisbazooka. Dann machen wir das hier einfach ran an den Schlauch. Das passt auch mega gut. Wir haben das ja auch schön entgratet, damit euch der Silikonschlauch nicht kaputt geht. Yeah, und dann geht's los. Einwandfrei. Muss ich sagen, ich finde beim ersten Zug jetzt die Kühlwirkung ist nicht ganz so krass wie bei der, weil hier haben wir 3 reingekriegt. Hier gerade mal 2. Da müsste man schon echt kneten, um da 3 reinzukriegen. Das sieht doch mal richtig gut aus. Da ist es nicht mal schön, wenn ihr sowas anbietet, wenn ihr Leute Zeug haben. Ja, schöner als jede Bazooka, die man kaufen kann. Finde ich auch. Wenn man jetzt sich vorstellt, dass man da noch schönes Klebeband nimmt, weil es gibt's ja. Oder wenn ihr so. Deko-Tape. Deko-Tape. Oder wenn ihr Dino-Cluster oder so habt. Wenn ihr einmal sauber seid. Nice. Premium. Ja, Jungs, also, das ist ja schon alles ganz nett, was ihr gemacht habt. Ganz nett. Naja, das ist mega schon, aber. Das finde ich schon geil. Du meinst ja selber, die Kühlleistung ist da jetzt noch nicht so der Hammer. Mhm. Und ja, außerdem hat nicht jeder diese Sektgläser zu Hause. Es hat nicht jeder Sektgläser. Deshalb habe ich da noch eine Idee, wie wir das Ganze noch ein bisschen optimieren können und auf jeden Fall für Kühl sorgen. Okay. Willst du es mal holen? Ja, Mann. Hau raus. Ich hol's mal. Ja, und da haben wir auch schon unsere nächste Bazooka. Ja, Anni wollte mehr Kühle. Für mehr Kühle braucht man mehr Eis. Und wo hat man mehr Platz für mehr Eis? In einer größeren Flasche. Eigentlich auch eine handelsübliche Wasserflasche. Wir haben sie schon mal vorher gefüllt ins Gefrierfach gepackt, damit diese komische Delle hier rausgeht, die ja sonst immer mit drin ist. Braucht kein Mensch, nimmt uns nur Platz weg. Würde ich sagen, brauchen wir erstmal wieder ein Loch für den Schlauch. Ich schmeiß ganz schön fest an der Stelle. Ich würde es einfach versuchen. Zu bohren. Okay. 6,5 Stunden später. Zweiter Tag. Dritter Tag. Wir haben jetzt hier so ein Loch reingefräst. Ist natürlich ein bisschen klein, um den Schlauch darauf zu kriegen, aber wir sind ja kreativ. Deshalb haben wir hier so ein Adapterstück, ja, das haben wir vorher organisiert.
Das stecken wir jetzt einfach hier mit drauf. Schaut euch das an, wenn hier unten Wasser drin steht, dann zieht ihr das nicht mit in den Schlauch rein oder das läuft nicht in den Schlauch rein, sondern es sammelt sich hier unten. Das stimmt. Das ist mitgedacht. Ja. Ja, aber jetzt fragt ihr euch sicherlich noch, wie ihr das Eis hier reinbekommen sollt. Aber es ist kein Problem, sondern wir setzen einmal mit dem Messer an. Immer vom Körper weg. Genau. So. Jetzt habt ihr hier eure Eisöffnung. Jo, und jetzt würde ich sagen, lasst euch nicht lumpen. Jetzt wird die Stumpen. Oder was weiß ich. Und jetzt heißt es nur noch befüllen und befüllen und befüllen. Aber da braucht ihr echt nicht geizen. Einfach alles reinhauen, was ihr habt. Nach oben, nach unten, nach links, nach rechts. Also jeden Zwischenraum nutzen. Ich glaube, da geht noch einer rein. Da geht auf jeden Fall noch einer. So, jetzt gucken wir nochmal. Aber ich glaube, da ist ordentlich Eis drin. Boah. Für ein paar kühle Stunden. Ja, und jetzt würde ich sagen, kennt ihr das ja schon? Dichten wir die Tür einfach nochmal ab. Wenn man hier reinpustet, es ist wirklich dicht. Und ja, jetzt brauchen wir noch unser Mundstück oben. Aber da haben wir ja schon den Deckel für vorbereitet. Da bedienen wir uns einfach unserer ersten Bazooka. Jetzt würde ich sagen, Zeit für ein Upgrade. Der Deckel passt nicht. Passt nicht? Natürlich passt. So, jetzt würde ich sagen, wenn das keine Bazooka ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, ne? Jetzt haben wir doch mal direkt den Vergleich. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt ein Ranking draus machen müssten, würden, dann landet für uns auf Platz 3 die erste Bazooka. Ja, die war halt der Prototyp. Wie gesagt, da haben wir erstmal getestet, ob das Grundprinzip funktioniert. Da sind wir relativ schnell nach oben gegangen und haben diese Formschöne hier entworfen und danach natürlich die absolut geile Kühlwirkung. Jetzt müssen wir entscheiden, was landet denn auf Platz 1 und was auf Platz 2? Ungeschlagenes Designwunder ist das Teil für mich. Ganz klar. Von der Kühlwirkung her ist das Ding aber absolut geil. Damit kann man locker 2 Stunden kalten. Das ist halt das Ding. Das muss ich gleich mal dazu sagen. Ich finde, die ist nicht wesentlich kälter als die. Dafür hält die wahrscheinlich. Kannst den ganzen Abend mit drauf. Du musst niemals das Eis wechseln. Okay, und in unserem nächsten Bazooka-Ranking landet auf Platz 2. Ding! Ja, aber die ist halt echt stilvoll. Ist das wirklich ein guter Platz 2? Finde ich auch. Und damit haben wir natürlich unseren Platz 1 gefunden. In den Boah! Wie geil und was dieses Teil ist. Hammer. Sie ist einfach so vielseitig, ja? Sie hält mega lang kalt. Ihr habt. Das ist aber auch wirklich ein geiles Bauchgefühl. Ja, ihr habt einen perfekten Durchzug. Es kühlt einfach ewig lange. Und wenn ihr zwischendurch Bock habt, könnt ihr euch auch einfach ein Eis da rausnehmen. Ja? Dann habt ihr nebenbei noch ein Eis und es geht überhaupt nichts an der Kühlwirkung verloren. Ja. Also ungeschlagen auf Platz Nummer 1. Die Bazooka 2.0. Ja, das Gute an allen Sachen ist, dass ich höre die Leute ja schon wieder in den Kommentaren schreiben, ja, wie habt ihr das Eis da drin? Wie kriegt ihr das wieder raus? Richtig. Ihr müsst es ja gar nicht rauskriegen. Ihr könnt ja das Ding einfach wieder in die Gefrierschrank packen. Und dann müsst ihr mal wieder benutzen. Finde ich auch. Also vielseitig nutzbar und vor allen Dingen, in unserer heutigen Zeit ist ja auch ganz wichtig, dass man das auch wieder recyceln kann. Und das ist ja auch ökologisch gesehen auch was Wertvolles ist. Und ich finde, das ist hiermit gegeben. Wir haben diese Plastikflasche, die ja normalerweise zerschreddert wird und zu billig Kickkleidung verarbeitet wird, haben wir jetzt aufgewertet zu einer Eisbazooka, die man, hört, hört, wiederverwenden kann. Und das, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, mindestens 2-mal. Wenn man dann möchte. Ja, und damit würde ich sagen, war es das schon wieder mit unserem kleinen How-To. Ich hoffe, ihr habt euch ein paar nützliche Tipps vielleicht entnehmen können. Vielleicht hat euch die eine oder andere Sache überzeugt und ihr probiert selber mal nach aus. Also ohne Scheiß. Macht selber. Wie blöd es auch aussieht, baut dieses Teil mal nach. Dieses Eis hier, so 10 Stück kosten, ich glaube 99 Cent oder so. Würde ich da einfach 3 packen, macht die Flasche voll, das ist absolut geil. So kalt habe ich nie geraucht. Ja. Das ist halt super erfrischend und ja, für den Tabak jetzt, für unser Verhältnis gerade, wertet es das einfach nochmal richtig auf. Super einfach. Und es schmeckt. Also auch das Eis könnt ihr natürlich vielseitig verwenden.
Von daher, wenn es euch gefallen hat, dann lasst es uns wissen. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Channel. Wir sind auch auf Social Media Plattformen zu erreichen, auf Instagram, auf Facebook. Wird hier unten nochmal alles eingeblendet. Und ja, schreibt auch in die Kommentare, wenn euch dieses Format hier gefallen hat. Genau. Uns hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ihr kennt uns ja, abgefahrene Sachen sind unser Ding. Und ich glaube, da wird viel, viel mehr noch kommen. Mir hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Auf jeden Fall. To be continued. Jawohl. Und ja, schreibt doch gerne mal rein, falls euch das angeregt hat, selber irgendwas zu bauen. Postet doch mal ein Foto von eurer selbstgebauten Person. Unbedingt. Die haben fertig gespielt. Haut rein, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Bis dann. Ja. Thank you.